Jo, willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal des Clan of the White Tigers. Und das Projekt heißt Stellaris. Allerdings mit ordentlich Mods. Wir haben da auch eine schöne eine Kollektion zusammengestellt. Die können wir uns euch ja auch unten in der Videobeschreibung dann verlinken. Und dabei ist der Andi. Hi. Hi. So, genau. Und wir spielen, versuchen uns irgendwie zu finden zwischen 10 weiteren KI-Reichen und allesamt platt zu machen, ist so unser Ziel, würde ich mal sagen, oder? So, schnell was trinken während das lädt. Ja. Und ihr werdet gleich schon den ersten Mod begegnen, wenn ich auf die Karte gehe. Und zwar haben wir eine Größe. Mod mit mehreren Sternen, also bis zu 10.000, aber wir haben 5.000 eingestellt, sonst wird es unübersichtlich später. Und warum kann ich nicht auf Start klicken oder bist du noch gar nicht drin? Bei mir ist gerade auf Neuspielbeginn, genau. Okay. Trotzdem schon, ja. Dann kann ich den ja schon mal. Ah, jetzt klappt es auch. So, dann klicke ich mal auf Start. Und da seht ihr meine Rasse und beginnen. So, achso, ich wollte euch ja die Karte zeigen. Da seht ihr das. Wir können sogar bis in die Mitte vorstoßen, was ja bei Vanilla ja nicht möglich ist. Und ja, so, ich würde sagen, wir machen erstmal unsere ganzen Einstellungen und dann klicke ich auf Start. So. Machen wir es mal. Da, dann machen wir Flottenkapazität, klingt ganz gut und Schadensbonus klingt auch ganz gut. Wo bist denn du ungefähr, Andi, auf der Karte? Moment, ich muss erst mal gucken. Oh. Ich bin ungefähr 11 Uhr sowas auf der 11 Karte. Uhr? Ich. Zwischen 9 und 11 Uhr. Zwischen 9 und 11? Meinst du nicht eher zwischen 9 und 10? Ja. Ich bin auch zwischen 9 und 10. Wir sind ganz dicht beieinander. Das ist ja schon mal sehr schön. So, also ich schicke das schnell mal los. Das Thema Kunden. Kann ich auf losklicken? Natürlich. Okay. Warte, mache ich gleich mal auf schnell erstmal. Huch, nein, das sowas wollen wir alles nicht. Ja, ist in Ordnung, neuer Drohne, aber. Oh, jetzt habe ich auf 40. Scheiße. Egal. So. Dann gucken wir mal, was so mein System hergibt. Hehe, an Ressourcen. Das kann ja manchmal interessant werden. Bin ich auch gerade dabei. So, hier brauchen wir gleich mal eine Nahrung, weil wir irgendwie nur immer ein Nahrung kam hier bei der Rasse. Und mein Heimatplanet ist übrigens eine tote Welt. Das ist ja, wo nuklearer Winter herrscht und sonstiges alles verstrahlt ist. Und da fühlt sich meine Spezies sehr wohl drauf. Und ich dachte, den Faktor mit bewohnbaren Planeten habe ich habe ich runtergedreht. Ich habe sechs. Nee, noch mehr Planeten in meiner näheren Umgebung, die ich kolonisieren könnte. Alles klar. Situation log updated. Ja, genau. Erforschen. Na, ah, ich bin in einem Doppelsternsystem. Das ist aber schön. Sowas finde ich lustig. Ach komm, wollen wir mal die Flotte aufrüsten? Na, wir wollen sie aufrüsten. Bauen wir gleich mal vier Korvetten. Anomaly found.
Ach so, ich muss ja noch die Richtlinie machen. Construction complete. Ja, Nahrungsvorhaltung auf ausgewogen. Situation log updated. Ja. Orbitalbombardierung, warum ist sie nur auf eingeschränkt? Ich will auf unbeschränkt. Okay, der Rest kann bleiben. Unidentified object detected. Situation log updated. Evading hostile fleet. Bitte? Hm? Wird jetzt schon angegriffen? Bitte, was? Haut ab, geht weg, husch. Ey, der hat eine Flotte von 407, ich hab ja gerade mal 89. Geht weg. Husch. Ich will das nicht. Wo ungefähr bist du ungefähr? Auch zwischen 9 und 10 weiter Richtung Mitte rein. Weißt du, bist du auch so? Ah, okay, die sind schon abgehauen, na, ein Glück. Ich bin praktisch, wenn jetzt so von Ring ausgehen würdest, bin, oder von der Strecke komplett Zentrum bis zum Rand bin ich mittendrin. Also auf der Hälfte der Strecke von Mitte bis Rand. So meine ich das. Und das zwischen 9 und 10. Okay. Ja. So, dann erkunden wir mal weiter. Was heißt das für uns? Aufrüsten. So. Situation log updated. Ja. Wie viele Aliens schwören hier denn noch rum? Ich finde immer wieder neue. System survey complete. Anomaly found. Cool, mein System ist an Ressourcen gar nichts. Die ich für den Anfang gebrauchen könnte. Da fühlt man sich doch schon wieder richtig toll bei. Außer ein paar Forschungspunkte, die man abbauen könnte, aber ansonsten an brauchbare Ressourcen nichts. So. Ach komm, wollen wir nochmal 4 Korvetten. Wie heißt dein Planet? Mein Planet heißt Vak Raxa. Bzw. mein System heißt Du Raxa Nax. Oh, es kann sein, dass ich sogar noch so weit, trotzdem noch so weit entfernt bin. Das bezweifle ich kaum. Ja, obwohl eigentlich nicht, nee. Guck mal bei dir im System. Ach, du bist die unbekannte Alien-Zivilisation, oder was? Nee, hä? Nee. Nee, doch nicht. Es. Was soll ich mal bei mir im System gucken? Da nähert sich eine Flotte von 131, oder bist du das doch? Was bin ich? Weil du bei mir als normales Alien... Geil, ich muss dich erst erforschen. Warte, ich erforsche dich mal. Geil, ne? Mhm. Alles klar.
Ach komm, greifen wir mal an. Spaß. Deswegen habe ich hier gefragt gehabt, wie heißt dein Planet? Ach so. Ja gut. Da sind wir wirklich sehr dicht beieinander. Ungefähr 9 Sprünge sind wir entfernt. Oh, das geht doch noch. 9. Wohl bemerkt, Hyperraumsprünge. Achso, ja gut. Anomaly found. Construction complete. So. Ich muss dich noch 6 Monate erforschen. Ja, macht voll Sinn, ne? Bei mir sind es noch 1 Monat. Ah ja, jetzt kann ich mit dir sprechen, genau. Wie sollen wir antworten? Wir verabscheuen eure frivolen Sitten. Kommt uns nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Vulkan, ja, wir werden uns nicht zurückhalten lassen. Weißt du, was ich für Antworten habe? Was? Alien abschauen? Respektiert unsere Autorität, sonst setzt es was. Haha, geil. Kommt uns nicht in den Weg, sonst werden mit ihr es bereuen. Ja, ja, weil ich nämlich auch nur so eine dämliche Antworten zu dir sprechen kann, wahrscheinlich. Aber gut, du bist ja auch militaristisch wie so ein... Wie sollen wir antworten? Ja, obwohl wir kennen und wir können ja trotzdem. Was nehme ich denn? Ich verabscheue dich. Ich mach das hier. Ah, mit Autorität oder was? Mhm. Lol, bist du dicht. Pff. Das ist ja richtig dicht. Das finde ich schön. Funktioniert ja endlich mal die Platzierung. Man kann nie genug an Raumschiffen haben. Incoming Transmission. Incoming Transmission. System Survey complete. Wie, in dem System ist auch nichts. Willst du mich verarschen? Man kann ja nicht alles haben. Bist du lustig? Was denn? So.
System. Gibt's nur drei Objekte, alles klar. Special project complete. Situation log updated. System survey complete. Ja, natürlich. Construction complete. Okay, das ist schon mal größer. Oh, das habe ich auch selten. Ah. Zwei bewohnbare Welten in einem System. Aber jetzt kommt's, ne? Zuerst ein Planet. Den kann ich kolonisieren. Und den kolonisierbaren Planeten, also der Mond von dem kolonisierbaren Planeten, kann ich auch kolonisieren. Construction complete. Ja. Passt ja. Gleich so ein, ja. Das hat man selten. Mhm. Eine Konstellation. Und tust du schon Zerstörer forschen? Ich bin noch nicht mal mit meiner ersten Forschung durch. Ich mach schon Zerstörer. Schön für dich. Ich hab wieder nur Forschungsdinger gefunden, sag mal. Jetzt geht's aber los hier, oder? Mhm. So. Aber wir haben sogar schon fast 20 Minuten. Und das heißt, ab ins Bett mit uns. Nein, Spaß. Ja. Das Folgenende ist dennoch erreicht. Wir haben uns gefunden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut doch mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr all unsere Links. Da könnt ihr alle mal ordentlich mal so richtig durchreichen und machen und ja. Und Like da lassen und ein Abo und mal bei den anderen den Let's Plays reinschauen und was euch sonst noch alles so einfällt. Eurer Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh, falsche Taste.